vorgestellt. Space Base Startopia, ein Spiel von Realms Forge Studios, das sind die Entwickler und Promoter ist Calypso Media GmbH und die Maria Zubova hat mir diesen Key zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür. Wir schauen mal hier rein, machen mal ein Tutorial und gucken, wie das Spiel geht. Bauen, spielen wir mal und dann schauen wir mal, was hier so passiert. Es ist viel beim Tutorial vorgelesen. Grundlagen von Startopia Command R. Ehe sie von RFS auf die bekannten Galaxien losgelassen werden können, sind wir Jo. verpflichtet, ihnen diese Einführung anzubieten. Ich Diese mach mal Programme weiter, dürften das könnt ihr einige ja gerade lesen. beschäftigen, aber keine Sorge, ich nicke ihre So, und Begrüßung. das ist unser Willkommen Spielfeld. beim Einführungslehrgang Grundlagen von Startopia Command R. Jo. Mit Ihrem Startopia-Basissimulator können Sie problemlos die Steuerung einer Station übernehmen und dank der virtuellen Kamera haben Sie jederzeit die ganze Basis im Blick. Später wird es Ihre Aufgabe sein, eine Startopia-Basis aufzubauen und in einen für Aliens vergnüglichen Ort zu verwandeln. Okay. Die wichtigste Grundlage dafür sind Ihre Arbeitsdroiden, auch Fuzzies genannt. Diese errichten und reparieren für Sie Räume und Objekte, sammeln Müll ein und transportieren Crates. Kurzum machen Sie die harte Arbeit, während Sie in einem gemütlichen Stuhl in Ihrem Simulator sitzen und über eine Kanüle mit Nährschleim versorgt werden. Allerdings verfügen Fuzzies nur über eine begrenzte interne Energiemenge. Damit sie aufgeladen werden, braucht es eine Fuzzy-Ladestation. Nun Okay. kommen Sie ins Spiel, Commander. Ich stelle Ihnen eine Crate zur Verfügung, die eine Fuzzy-Ladestation enthält. Lokalisieren Sie bitte die Crate. Nach Hab ich. Evaluierung Ihrer bisherigen Aktivitäten werde ich diese vorsichtshalber noch einmal hervorheben. Ja, das ist Benutzen Sie hier. dann Ihr Eingabegerät, um die Detailansicht der Crate zu öffnen. Gute Arbeit, Commander. Oh. Ihr Startopia-Basissimulator erlaubt es Ihnen, eine Detailansicht zu allen möglichen Dingen zu bekommen, egal ob Räume, Aliens, Pflanzen oder Crates. Nutzen Sie nun bitte den Tja, ich muss die entsprechenden wohl Punkt in der aufladen. Detailansicht, um die Crate auszupacken und den Inhalt zu platzieren. Da ist er. Commander, Sie können nun die Fuzzy-Ladestation platzieren. Bauen wir sie Platzieren dahin, Sie das oder? Hologramm an der von Ihnen. Gute Arbeit, Commander. Ihre Fuzzies Jo. werden sich nun auf den Weg machen, die Fuzzy-Ladestation zu errichten. Kommen sie irgendwo? Ich sehe noch keinen einzigen. Ist kein Fuzzy. Doch, hier unten kommen sie, alles klar. Betreibe Fuzzy-Ladestation ist unsere nächste Aufgabe, die wir da ja auch machen, dann passiert da gleich weiteres. Die Dame, die erzählt uns ziemlich viel, aber das ist halt so im Tutorial. Aber es ist schon mal schön, dass es Deutsch ist. Ist so ein bisschen krass, aber wir kommen, denke ich, zurecht. So, jetzt wird das gebaut. Die Fuzzy-Ladestation wurde errichtet, Commander. Ich bin natürlich sicher, dass Sie über dieses Basiswissen verfügen, Ja, aber habe auch ich zur bestimmt. Sicherheit wollte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Energie die universelle Währung aller bekannten Galaxien ist. Ja. Auch RFS-Mitarbeiter werden mit Energie bezahlt, allerdings wird Ihnen der während der Arbeitszeit verbrauchte Nährschleim in Rechnung gestellt. Aha, na dann. Der Energiekern Ihrer Startopia-Basis kann eine begrenzte Menge an Energie speichern. Dieses Wird hier ein wohl, Block oder? errichtet, blockiert dieser einen Teil Ihrer Energiemenge, die sogenannte Aktivierungsenergie. Okay. Deaktivieren Sie einen Raum, um dessen Aktivierungsenergie freizugeben. Na super. So, was steht da? Habe ich gemacht. Wie schon eingangs erwähnt, ist Ah, es neue Ihre Aufgaben. Aufgabe, ankommende Alien-Besucher bei Laune zu halten. Eine Fuzzy-Ladestation ist dafür ungeeignet, nur wenige Aliens können einem starken Stromstoß etwas abgewinnen. Öffnen Sie bitte das Baumenü Ihres Basissimulators. Wo ist denn das? Da ist das Baumenü. Vorzüglich, Okay. Commander. Sie haben es geschafft, Ihr Eingabegerät zu Super. betätigen. Wählen Sie nun bitte die Koje aus, um diese zu errichten. Hab ich. Commander, neben festen Räumen wie der Fuzzy-Ladestation gibt es flexible Räume variabler Größe wie etwa die Koje. Okay. Ziehen Sie bei diesem Raum zunächst die Bodenfläche auf, die der Raum einnehmen soll. Okay. Beachten Sie dabei Mindest- und Maximalgrößen. Zur Entlastung Ihrer begrenzten Synapsen wird der Raum blau dargestellt, wenn er von den Maßen her passt. Ich mach die mal so ein bisschen größer, ne? Weil da muss ja noch was rein, wahrscheinlich. Ich mach's mal so. Was ist das jetzt? Größe 10 mal 8? Ich verstehe die Anzeige da unten jetzt nicht so unbedingt, aber naja, ist dann so. Machen wir mal so. Sie können einen Raum variabler Größe selbst ausstatten, Commander. Okay. Im Baumenü werden Ihnen die verschiedenen Objekte Ja, angezeigt, sehe die ich. zur Verfügung stehen. Sogenannte Pflichtobjekte sind mit einem Stern markiert und müssen notwendigerweise in den Raum gebaut werden, damit dieser errichtet werden kann. Aha, Bei der also Koje das muss sein. beispielsweise gilt das für die Tür.
Die bauen wir dann da mal hin, ne? Keine Ahnung wo, aber mal da. Bravo, Commander. Mit der Tür wäre Ihre Koje nun theoretisch baubar. Beachten Sie, dass ein Raum oft auch die optionalen Objekte... Splashy-Maschine, Stasi-Kammer, Hydroclean und Schoko-Replikator. Ja, da müssen wir das alles noch bauen, ne? An den optionalen Objekten der Koje ihre grundlegenden Hydrocleaner. Essen, Schlaf und weiteres befriedigen. Persönlich würde ich es für effizienter erachten, alle Kohlenstofflebewesen einfach in Nährtanks zu schließen und dort zu verwahren. Aber das scheint keine Option zu sein. Bauen wir da hin. Commander, ich verstehe durchaus, dass diese Einführung Sie etwas überfordert. Ja, ich mache halt schon alles. FS hat man kräftig Kosten und Mühen okay, und deshalb nur diesen halb das geht dahin. Für Sie zusammengestöpft. Na super mit dem Lehrgang, ne? Eine Slushy-Maschine. Dennoch möchte ich Sie noch einmal freundlich darauf hinweisen, eine Koje zu errichten, um die ich mal dahin. Besucher zu befriedigen. Ja, mache ich doch gerade, oder? Ach so, da unten steht noch bestätigen, das heißt... Aha. Ich weiß nicht, wie viele gehen da hin, nur so viele, alles klar, dann machen wir da noch einen hin, da noch einen hin, kann man den auch noch so, machen wir den auch noch so, gut, und dann bestätigen, dann wird er gebaut. Die Kohle wurde erfolgreich platziert. Oh, das war viel Geld. Und begutachten Sie, wie elektronische Einheiten die eigentliche Arbeit machen. Ja, jetzt müssen die Leute kommen und das wieder bauen, ne? Ganz hervorragend. Ja, danke. Soll ich Ihre Ration an Nährschleim erhöhen? Oh, ich sehe, das wurde bereits gemacht. Okay. Weiß ich, wo das steht, dass ich da mehr kriege, aber die bauen jetzt auf jeden Fall diese Koje. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich habe auch, glaube alles reingebaut. Diese Stasi-Kammern, da sind ja wahrscheinlich irgendwie da zum Erholen, würde ich sagen. Hier machen sie sich sauber, da kriegen sie was zu essen. Läuft bestimmt, ne? Aha. Na dann. Da steigt ihr auf jeden Fall. Schalten Sie über das Forschungsmenü die Kommunikationszentrale frei. Na dann. Kommunikationszentrale, wo bist du? Ach so, hier. Und freischalten. Exzellent, Commander. Sie haben erfolgreich die UI benutzt, um die Kommunikationszentrale freizuschalten. Na dann. Ich hoffe, dass Sie sich dabei nicht verausgabt haben. Nee, leider nicht. In der Kommunikationszentrale arbeiten Bagratorianer daran, Funksprüche zu empfangen. Okay. Dies ist äußerst nützlich, um sie auf verschiedenste Ereignisse zu wohl hier bauen, die Sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Da ist er. Sie nun bitte die Kommunikationszentrale. Kann ich die hier zwischen noch bauen? Nee, leider nicht. Passt da nicht hin. Ich würde sie dann einfach hier rechts hinsetzen. Mal dahin. Dann kommen die Fuzzies wieder und bauen die, ne? Also das sieht ja schon ganz nett aus. Was hat der da für eine Flamme auf dem Kopf? Der freut sich nicht. Die anderen sind auch nicht gerade happy, so wie diese Gesichter alle sind. Dann ist das vielleicht nicht so toll. Jetzt ist die Frage, wenn da einer rauskommt, der kommt da gerade raus. Der ist auch nicht happy. Keine Ahnung, warum das so böse Gesichter sind. Brilliant, Commander. Okay. Einfachsten Befehlen in einem fast akzeptablen Zeitrahmen zu folgen, wird später sicher noch nützlich sein. Damit die Kommunikationszentrale funktionsfähig ist, müssen Sie noch Bagratorianer anheuern. Dann muss ich die haben. Über die Detailansicht der entsprechenden Aliens vollziehen, anheuern. Aber effizient über die Alien-Übersicht. Machen wir das doch. Dank der Alien-Übersicht können Sie schon erledigt, oder? Station im Überblick behalten, Commander. Sehr schön. Hat mein Evaluierungsprozessor deren Bewertung vorgenommen und für sie in zwei konkrete Werte verarbeitet, Fähigkeit und Hingabe. Also die sind ziemlich unzufrieden hier. Eines Aliens beschreibt, wirkt sich Hingabe darauf aus, wie lange okay. Ein Alien seine Tätigkeit ausführt. Aber hier wird's mehr, ne? Bedürfnissen nachgehen will. Commander, heuern Sie nun Bagratorianer an, damit die Kommunikation... Ja, habe ich doch gerade schon gemacht, oder? Wann kommt denn der? Commander, sie ah, er kommt. Bagratorianer über die Alien-Übersicht angeheuert. Sehr schön. Sie, dass die Aliens auch über deren Detailansicht anheuern können. Okay. Wo ist denn der Typ? Keine Ahnung. Hier ist Ende der Station, aber man kann hier wohl weitere Räume freischalten in diesem Dingens hier. Kann nicht geöffnet werden. Wo ist denn der Typ, der da arbeiten soll? Ja, gute Frage, ne? Also die sind jetzt hier nicht so happy, ne? Ist das hier nicht der, den ich eben anbeworben habe? Asta? Achso, da muss ich noch einen zuweisen, alles klar.
Kann das sein, dass ich jetzt hier noch einen zuweisen muss? So, dekonstruieren? Nee. Gib Ihnen für sich einen hochpräsenten Reparaturauftrag für diesen Raum? Nee. Bearbeiten. Ah, ist das der, den ich eben angeworben habe vielleicht? Wollen wir hoffen, ne? Der geht auf jeden Fall darüber. Ist der das? Dann quatscht der jetzt wieder, oder? Ah, da ist ein Stuhl. Commander, läuft. Ein Bagratorianer hat seine Arbeit in der Kommunikationszentrale aufgenommen. Na, da bin ich ja froh. Exzellent, Commander. Sie haben nun gelernt, die virtuelle Kamera zu bedienen, die Detailansicht von Objekten aufzurufen und Aliens anzuheuern. In vergangenen Zeiten war dieser Einführungskurs ausreichend, um eine Startopia-Basis zu leiten. Nach einer internen Bewertung der gestiegenen Zahl an Todesfällen wurde der Lehrgang aber mittlerweile erweitert. Na dann. Im nächsten Lehrgang lernen Sie Alien-Besucher bei Laune und am Leben zu halten. Naja, damit bleiben die nicht bei Laune, ne? Okay, Szenarioerfolge abgeschlossen, das ist doch schon mal was. Sektoren geöffnet, Sektoren verloren. Ja, weiß ich nicht, das ist jetzt irgendwie nicht so der prickelnde Dingens. Ereignishistorie, kann ich auch noch gucken, oder? Ja, da ist aber nichts drin, okay. Ja, machen wir die nächste Mission gleich, oder? Schauen wir mal, dass das geht. Lädt. Willkommen im Einführungslehrgang. Besucher okay. Startopia Command R. In diesem Szenario. Aha, Grundschulwesen, ihr startet über das Besuchen. Kunststofflebewesen, die ihre Startopia-Basis besuchen werden und deren belanglosen Bedürfnissen. Okay. Ja, okay, ihr könnt es noch nachlesen, wenn ihr wollt, wenn er stoppt, ne? Wir machen weiter. Okay, hier steht schon was. Okay. Commander, nach den Erfahrungen aus dem ersten Teil und der Evaluierung Ihres mäßigen Umgangs ja, danke. Im Startopia-Basis-Simulator habe ich mir erlaubt, Ihnen die notwendigsten Räume bereits vorzuplatzieren, um so die Zeit für diesen Lehrgang in zeitökonomisch vertretbare Rahmen zu super. Keine Sorge, mein Nachahmungssubprozessor hat Ihre Handlungen kopiert und die Räume so ineffizient platziert, wie Sie das getan hätten. Okay, danke. Die Grundlage aller Startopia-Basen sind die Alien-Besucher, die an Bord okay. Kommen die denn her? Dem offiziellen Grund, dass diese Stationen Orte der Begegnung sind, die für dauerhaften Frieden zwischen den Kohlenstofflebewesen sorgen sollen und so weiter, aha, haben Besucher zudem einen ordentlichen Batzen an Energie bei sich, den sie nur zu gerne ausgeben. Allerdings ja, dann sollen sie dafür auch unterhalten werden. Diese Station begeistert ihre Besucher im Moment noch nicht besonders. Okay. Um einen schnellen Überblick zu bekommen, können sie sich über die Stationswertung informieren. Öffnen sie zunächst die Stationswertung. Okay, wo ist die? Da oben. Da haben wir sie. Okay, die geht's immer wieder. Toll. Im Moment scheint es beispielsweise ein Problem aha mit schlechter Luft zu geben. Um dieses zu beseitigen, habe ich einige Atmosphärefilter-Crates bei Ihrem Energiekernmaterial. Okay, da und da. Commander, nach wie vor können Sie auch in der Detailansicht eines einzelnen Aliens viele weitere Informationen einsehen. Okay. Verrichten Sie nun bitte die Atmosphärefilter. Ja. Bauen oder wo? Ich sehe kein Symbol oder so, aber wird wohl hier sein, ne? Fusilladestation. Koje. Und dann muss das wohl der... Oh, Recyclingstation. Wo soll ich das denn jetzt finden, junge Frau? Objekte. Atmosphärefilter. Subdeck. Und das hier? Müllbotter. Okay, dann müssen wir das wohl haben. Commander, zur Verbesserung Ihrer mäßigen Erfolge habe ich mir erlaubt, in der virtuellen Kamera die Atmosphärenverteilung anzuzeigen. Okay. Blaue Bereiche sind in Ordnung, während rote Bereiche nach Mutter anriechen, einem sich in Fäkalien suhlenden Lebewesen, das über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg an Diarrhoe und Flatulenzen leidet. Okay. Sie sollten die Atmosphärefilter vornehmlich in roten Bereichen platzieren. Ach so, okay. Ich würde es jetzt hier erstmal hinsetzen wollen, weil hier noch so gerade so Platz ist dazwischen, ne? Ist das so gut? Ich will es hoffen. Gibt es noch einen zweiten oder sowas? Wahrscheinlich, ne? Schauen wir mal, ob wir hier hinten noch was hinkriegen. Nee, da geht nix. Commander, das Bedürfnis eines Aliens ja, ich weiß. Atmosphäre hat einen kritischen Wert erreicht. Zack, machen wir da noch einen. Atmosphäreansicht, um kritische Bereiche zu erkennen und errichten Sie mehr Atmosphärefilter. Ja, mache ich doch schon, ne, oder? Die Fussis sind ja hier schon am Arbeiten und dann wird das ja jetzt wohl jetzt einen positiven Effekt haben, oder?
Ist der fertig? Ich gehe von aus, oder? Räume musste ich ja noch nicht bauen, ne? Ausgezeichnet. Haben wir, zwei Stück. Super. Mein Evaluierungsprozessor hat die Platzierung der Atmosphärefilter überprüft und ist zu einem Effizienzergebnis von 45,3% gekommen. Super. Das ist mehr, als ich Ihnen zugetraut hätte. Respekt. Wenden wir uns nun dem Fundeck zu. Dem Fundeck, okay. Da, ach so, da gibt's mehrere Etagen. Klicken wir da mal drauf, was passiert jetzt? Wird geladen wohl? Oh. Haben wir uns auf das Subdeck beschränkt. Okay. Bestehen viele der Startopia-Basen aus mehreren Decks. Alles das klar. Das Subdeck ist der Vergnügungsort für ihre Aliens und dort sitzt ihnen die Energie besonders locker. Na super. Vorsichtshalber habe ich auch hier bereits einige Räume für die Grundbedürfnisse platziert, damit ihre Besucher nicht immer wieder über den Lift zurück in die Koje auf das Subdeck laufen müssen. Okay. Neben diesen Grundbedürfnissen sehnen sich Aliens aber später auch nach Unterhaltung. Gut. Um weitere Räume zu errichten, müssen wir jedoch zunächst das Fundeck erweitern. Okay. Öffnen Sie einen Shot auf dem Fundeck, um den Sektor dahinter einzunehmen. Also das hier. Shot öffnen. Alles klar, mit Rechtsklick. Ich habe natürlich die ganze Zeit mit Linksklick gemacht. Shot öffnen. Ja, wollen wir. Okay, Kohle weg. Oh, super. Diese sorgt für Unterhaltung bei ihren Besuchern. Sehr schön. Allerdings wird sie noch nicht mit Strom versorgt und ist deshalb nicht funktionstüchtig. Ah. Abseits des initialen Fundeck-Sektors müssen die energiehungrigen Räume des Fundecks mittels Energieverteilern an das Stromnetz angeschlossen werden. Sehr interessant. Außerdem arbeiten Celebrama in der Disco und unterhalten die Tanzenden mit feinster Musik. Super. Versorgen Sie die Disco mit Strom. Ja, brauchen wir das wahrscheinlich jetzt. Das Bedürfnis eines Aliens Objekte. Einen kritischen Wert erreicht. Sie sollten Ihre Koje im Auge behalten und eventuell mehr Trinkmöglichkeiten auf Subdeck und Energieverteiler zur Verfügung stellen. Wo kommt der hin? Wie sieht der aus? Ich kann den auswählen, ja. Aha, okay. Wie baue ich den wo am besten hin, damit ich Strom kriege? Das ist die Frage, ne? Muss ich das da draufsetzen? Nein, das geht nicht. Ich setze ihn einfach jetzt mal hier hinten irgendwo hin und hoffe, dass das so richtig ist. Und Anwerben von Dummies, das kann ich jetzt noch machen. Celebrana oder so ähnlich. Gibt's hier? Kann ich das auswählen? Ja, da ist einer. Dann holen wir Litnozas. Sie haben Celebrana angeheuert. Sie müssen nun lediglich noch die Disco mittels eines Energieverteilers. Ja, das mache ich auch gerade. Da müssen meine Fussis noch kommen, die das machen, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber da ist ja schon einer, der darüber läuft. Und ich weiß nicht, ob ich dann irgendwas noch machen muss, damit das funktioniert. Sehr gut, Commander. Die Disco ist nun funktionstüchtig. Okay. Beachten Sie bitte, dass jeder Energieverteiler wortwörtlich Energie verteilt und somit konstant an Ihren Energiereserven zehrt. Okay. Es ist also nicht ratsam, Unmengen davon zu errichten. Sehr schön. Commander, Sie haben nun gelernt, die Bedürfnisse Ihrer Besucher zu analysieren und das Fundeck zu benutzen. Ja. Ich bin stolz auf Sie. Danke. Disco-Routine wurde überlastet. Jo, das war schon das zweite Szenario, dann wissen wir da auch Bescheid. Dann nächste Mission, ich glaube, das war die letzte auch. Schauen wir uns die auch noch gerade an, ne? Biome auf Startopia. Biomdeck auf Startopia, das kann ich aber nicht nur den anderen. Aha, okay. Dann gibt's noch eine Ebene mehr. Ich breche das da mal ab. Willkommen beim Einführungslehrgang Biome auf Startopia Command R. Commander, Sie müssen wissen, okay, dass Crates leider eine Maximalhaltbarkeit besitzen. Liegen diese zu lange nur herum, gehen sie kaputt und sind lediglich noch in Form gepresster Müll. Okay. Dies zu vermeiden, können Crates in einem Frachtraum eingelagert werden, wo sie in einer Temporalschleife davor geschützt sind, kaputt zu gehen. Dann müssen wir die wohl bauen. Um die Wahrscheinlichkeit des Versagens zu ersparen, habe ich Ihnen sicherheitshalber bereits einen Frachtraum vorplatziert. Aha, der ist. Grundsätzlich kümmern wo? Sich Ihre Fuzzies selbstständig darum, Crates einzulagern. Sie können diese aber auch unterstützen und mittels des Crates aufnehmen und in den Frachtraum beamen. Okay. Alternativ können Sie auch weiterhin vornehmlich herumsitzen und den Nährschleim in sich hineinschmecken, wie Sie es bisher getan haben. Okay, danke. Macht das bedauerlicherweise keinen Unterschied.
Command R, beginnen Sie mit der Ausführung. Ja, die sind ja am Sammeln, ne? Beamen Sie 5 Credits in den Frachtraum. Ja, super, kann ja auch nicht für. Wie geht denn Beamen? Bitte versuchen Sie ausreichend Platz im Frachtraum zur Verfügung zu stellen. Produzieren Sie gegebenen Sauerstoff oder helfen gar mittels des Materiespeichers selbst Nahrungsmittel einzulagern. Kurzum, machen Sie Ihren Job. Ich habe keinen blassen Schimmer, was die will. Fuzzy-Ladestation, ja, super. Soll ich das jetzt hier irgendwie bewegen? Kann ich das bewegen? Commander, Sie haben diese simple Aufgabe tatsächlich gemeistert. Ist von alleine gegangen. Unterschiedlichen Wegen. Im Zuge dieses Lehrgangs werden wir uns aber auf das Biodeck konzentrieren. Wechseln Sie nun bitte auf das Biodeck. Okay, ich weiß nicht, wie ich diese zwei lösen sollte. Keine Ahnung, aber gehen wir erst aufs Biodeck. Ja. Ich dachte, das wäre hier das Biodeck, aber ist es wohl nicht. Er lädt wohl. Diese Station ist wohl rund, so diese hier. Und dann gibt es so viele Bereiche da. Finde ich schon krass. Na, kommt da noch was? Ja, das Ganze ist übrigens bei mir auf dem Linux-System am Laufen über Proton. Ist eigentlich ein Windows-Spiel, aber es funktioniert auch so schon mal. Will ich hoffen, dass es jetzt auch weitergeht. Hier war ein Beutel, keine Ahnung, vielleicht hätte ich den nehmen müssen. Ja, ich komme wohl nicht auf das Biodeck, oder wie sehe ich das? Da ist es wohl hängen geblieben. Naja, es ist jetzt nicht dafür gemacht, auf Linux zu laufen. Könnte aber laufen. Ein anderes Statopia war ja auch darauf am Laufen. Deswegen habe ich gedacht, machst es. Ist aber auf jeden Fall hier schon ein ganz cooler Eindruck von dem Spiel, denke ich mal. Es ist richtig cool. Es wird halt immer noch entwickelt. Wir sind in der Beta ja erst. Und ja, es sieht mit dem Mannequin ganz cool aus, denke ich hier. Diese Station finde ich auch sehr gelungen. Und das ist ja halt eine Wirtschaftssimulation, Aufbaustrategie und ja, Management muss man dann betreiben wahrscheinlich und so weiter und so fort. Ich finde das schon ziemlich geil. Ersteindruck würde ich sagen ist positiv. Ich schaue mal zu, dass ich beim nächsten Mal noch die dritte Aufgabe nochmal in Dingens nehme und dass wir vielleicht danach noch die Kampagne starten. Die hat 10 Missionen und da gucken wir dann vielleicht auch noch rein. Und ja, das Ganze, wie gesagt, 23. Oktober gibt's das erst und ja, wir werden sehen. Was es noch an Erweiterungen kommt oder sowas, es ist ja auch ein Multiplayer mit maximal 4 Leuten im Koop oder auch nicht Koop sind das dann, wo man auch wahrscheinlich gegeneinander dann spielt. Dann muss man wahrscheinlich Sabotage betreiben und sowas irgendwie, weiß nicht, auf der Station. Vielleicht gibt es in dieser Station dann 2 oder 3 oder 4 Gegner sozusagen, die sich dann da ausbreiten müssen und dann geht man dahin und schaut halt zu, dass man den anderen da vielleicht erwischt. Ja. Gut, das war ein Eindruck von dem Spiel und ich kann es nur empfehlen, weil weiß, wie viel es kosten wird. Keine Ahnung, aber ganz tolle Geschichte, denke ich mal. Wie ihr seht, das Dingens hier war ganz intuitiv hier, dieses Startmenü und das Menü hier. Und man hat hier die Aufgaben sehr gut erklärt und naja, müssen wir mal gucken, wie wir dazu weiterzukommen, da noch was zu sehen. Hier, das ist halt die Übersichtskarte in dem Sinne, ne? Hier sind die Ebenen. Ist jetzt nicht schlecht. Und ja, ich würde sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Projekten auch dabei seid, beziehungsweise gleich auch in der nächsten Folge, denn da werde ich noch einen von machen. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn ihr noch keinen Daumen hoch gegeben habt, dann gebt den Daumen hoch und die Glocke solltet ihr einstellen. Dann kriegt ihr dann mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare, schreibt gerne drunter, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ich da alles soweit richtig gemacht habe bis jetzt, aber es ist ja noch nicht so von anderen zu beurteilen, denke ich mal. Und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen, dann kriegen das alle mit. Und nochmal recht herzlichen Dank an die Maria Zubova für den Key. Und natürlich Calypso Media GmbH nicht zu vergessen, die das dann alles unterstützen, genauso wie die Developer-Entwickler RealmForge Studios, die da, denke ich mal, eine ganz nette Leistung geschafft haben hier. Das sieht ja richtig cool aus. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!